Herzlich willkommen in Eldenburg. Wir haben Frühjahr 2024 und wenn wir uns das Wasser hier angucken, Oskar, dann sieht das so aus, als wenn es immer der gleiche Wasserstand ist wie im letzten Jahr im Sommer. Woran liegt das, dass das hier so aussieht? Das schwimmt hier. Genau, das ist ein schwimmender Steg. In Wirklichkeit haben wir sehr, sehr viel Wasser gerade, also einiges los hier durch den vielen Regen im Herbst, im Winter. Und da haben wir ein paar Schiffe, wie diese Jetten hier zum Beispiel. Die ist ziemlich hoch. Und wir sehen das ja auch, dort hinten steht auch noch eine. Ne? Ziemlich hohes Ankerlicht. Ja, was machen wir denn da, wenn wir auf so eine Brücke zufahren? Wir gucken uns das hier gleich mal an, hier vorne an der Bundesstraße. Wie hoch das so ist, wie viel Platz da vielleicht noch ist. Und dann gibt es auch noch Brücken, die sind ein bisschen flacher. Welche zum Beispiel? Am Müritzarm bei Buchholz. Ja, genau. Da muss man manchmal abbauen. Haben wir das schon mal abgebaut? Ja. Macht das Spaß? Nein. Nein, das macht überhaupt keinen Spaß. Aber wenn wir durch eine Brücke durch wollen, dann müssen wir das machen. So würde ich sagen, auf geht's. Wir fahren mal mit dem großen Schiff hier los und gucken uns das mal an, ne? Wie viel Platz da ist. Wir versuchen mal von hier aus so die Höhe der Schiffe so ein bisschen einzuschätzen. Ne? Wir können das natürlich nochmal richtig in der Bootsmappe nachschauen, was die für eine Höhe haben. Aber hier sehen auch eine Jetten. Geht noch so. Dort hinten. Da ist das Ankerlicht noch mal ein bisschen höher. Ja, aber wir fahren jetzt mal mit der hier los, weil die schon für Skipper-Trainings genutzt wurde. Ich würde sagen, wir werfen mal an. Machen los und fahren mal zur Brücke. Im wunderschönen Nieselregen. Kann. 44 Fuß. Das ist nicht gerade ein kurzes Schiff. Ja, fahren wir mal zur Brücke. Gucken uns das mal an. Hier ist der Regsee. Im Augenblick noch nichts los. Wir sehen die grüne Tonne. Das heißt, wenn wir von hier, vom Kölpinsee ankommen, lassen wir die grüne Tonne auf der rechten Seite vom Schiff liegen. Ah, und dort lang geht es eben in Richtung Quaren, in Richtung Müritz. Oh ja, und was wir uns auch angucken können, ist unter der Brücke schon ein bisschen was los gewesen in den letzten Jahren. Was ich damit meine, zeige ich Ihnen gleich. So. Was machen wir also, wenn wir uns so einer Brücke nähern, mit einem Schiff, was ein bisschen höher ist? Wir fahren natürlich vorsichtig an. Ja, und im Sommer, mal gucken, wie lange das Wasser hier noch so hält. Im Sommer ist hier natürlich extrem viel los, im Frühjahr vielleicht auch schon. Also da kommt vielleicht von dort ein Ausflugsschiff und noch zwei Paddler, ein Stand-up, vielleicht noch ein Kanu, von hier kommen drei Schiffe, vielleicht auch noch ein Ausflugsschiff. Und dann geht der Puls bei vielen schon mal ein bisschen höher. Und dazu muss man auch gucken, hier an der schmalsten Stelle, was ist mit der Höhe los? Also wir fahren die jetzt mal ganz langsam an. Wir verständigen uns hier. Ne? Schiffsführer oder Rudergänger sitzen dort drin. So, und jetzt fahren wir hier mal vorsichtig ran. Und das kann natürlich schon so eine Sache werden, wenn wir Spiegelball des Windes dazu noch sind, der heute auch noch herrscht. Also vorsichtig testen, wir fahren langsam ran. Hier vorne ist noch die Welt in Ordnung. Ich glaube, es ist ein guter Tag, um einen Aufkleber hier anzubringen. Und hier kann ich schon nicht mehr stehen. Fahren wir ganz vorsichtig ran, ruhig mit Bug und Heckstrahlruder arbeiten. Alles, was wir haben, wir fahren ganz vorsichtig ran. Ganz vorsichtig. Ganz bisschen weiter vor. Und schon mit dem Schiff hier, würde ich sagen, Abbruch. Oder? Keine Chance, hier durchzukommen. Keine Chance. Fahren wir noch ein ganz bisschen dichter ran. Los, es kommt nichts. Wir können es ruhig mal zeigen. Genau, komm mal ein bisschen dichter ran. Willi hilft dir. So wie der Rückwärtsgang rein muss, hauen wir dann rein. Es ist der Wahnsinn. Komm noch ein bisschen, komm. Nase ein bisschen rüber, okay. Komm ein bisschen dichter ran.
Und Willi? Keine Chance, oder? Und so ein Risiko gehen wir nicht ein. Los, Rückwärtsgang und weg hier. Also hiermit werden wir gegengefahren. Auf jeden Fall. Und hinten mit der anderen, wie heißt die andere Iva? Isolde, oder? Isolde. Da hätten wir uns garantiert das Toplicht abgefahren. Das ist krass, ne? Und wie gesagt, hier, wenn man hier steht, macht's auch Klong. Also, keine Chance, mit dem Schiff hier durchzukommen. Das heißt, wir müssen abbauen. Und abbauen macht überhaupt keinen Spaß. Und das zeigen wir Ihnen mal. Da lassen wir aber mal Profis ran. Das wird Heino gleich erklären, wie wir hier das Verdeck abbauen. Und, hättest du es gedacht, dass es so eng wird? Ich sehe von hier ja nichts. Ja, ne? Aber ich meine, man hat ja schon so ein Gefühl, oder? Wenn man so guckt. Ja. Also man sieht echt, dass es extrem knapp ist. Und das heißt aber auch, dass unten die Brücke zu Müritz haben, gar keine Chance. Überhaupt nichts. Also selbst mit kleineren Schiffen wird das nicht. Großes Schiff, überhaupt keine Chance. Wir fahren zurück zum Hafen und dann zeigen wir Ihnen mal, wie man so ein Verdeck abbaut. Vielleicht gleich an mehreren Modellen. Das Gute ist, also hier gerade auch bei dieser Jetten, kann man eben auch hier das alles noch abbauen, nach hinten klappen, ne? Das Verdeck muss weg. Wir wissen nur, dass es extrem nervt, das zu machen, aber es bleibt einem nichts anderes übrig. Weil man kann ja da nicht gegenfahren und sagen, mal gucken, was so hängen bleibt an der Brücke. Ja, das bringt nichts. Weil das ist extrem kautionsschädlich, wenn man da gegen so eine Brücke fährt. Oh, haben wir da was gelernt.